ja heute ein toller sechster Platz hier in St. Moritz. Ich denke, Sie sind zufrieden mit Ihrer Leistung. Ja, sehr zufrieden. Mein bestes Rennen in der Saison bis jetzt. Meine Form ist wirklich steigend. Ich war in Cortina schon 9. im Super-G und es geht jetzt wirklich von Tag zu Tag besser. Ich bin sehr zufrieden und freue mich schon auf den Super-G. Man könnte sagen, Ihr Formaufbau Richtung Olympia stimmt total. Ja, anscheinend schon. Also ich glaube, es ist einfach die Kopfsache. Wenn man ein gutes Resultat macht, dann kommt einfach das Selbstvertrauen und dann läuft es einfach. Wenn man Anfang der Saison mit den Fahrerinnen gesprochen hat, hat jede geantwortet, dass man noch nicht an die Olympischen Spiele denkt. Ist das jetzt anders? Ja, jetzt ist es schon anders. Jetzt sind wir das letzte Rennen vor Olympia und natürlich wird das der Höhepunkt der Saison. Man versucht eigentlich wenig daran zu denken, denn das Beste ist natürlich, wenn man locker bleibt, aber es ist normal. Ich glaube, jeder denkt jetzt an Olympia. Sie haben hier in St. Moritz 3 Rennen in 3 Tagen. Bleibt da trotzdem etwas Zeit, auch die Gegend zu genießen oder etwas zu unternehmen? Ja, schon. Also ich bin sehr gerne hier. Es ist wirklich schön, am Nachmittag eine Runde zu machen, ein bisschen spazieren zu gehen. Es bleibt schon ein bisschen Zeit, die muss man sich nur nehmen. Vielen Dank. Viel Glück. Ciao. Danke.